Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Kennt ihr den schon? Was machen ein Ingenieur aus Griechenland und ein Schneider aus Bremen zusammen? Ja, das ist gar kein Witz. Die machen Lastenräder zusammen. Und heute gucken wir uns die Räder von Velolab aus Bremen mal ganz genau an. Und ich bin heute das erste Mal in einem richtigen Studio unterwegs. Denn der Werbefotograf Simeon Zickert hat mich eingeladen, die Velolab-Räder zu porträtieren, während er und sein Team die Velolab-Räder porträtieren. Und wir werden den ganzen Prozess mal so ein bisschen begleiten und währenddessen uns mal die ganzen Räder ganz genau angucken. Und wenn das Wetter sich hält, werde ich auch mal eine Runde damit fahren. Geht auf jeden Fall mal auf die Internetseite von Simeon, die ich euch unten verlinkt habe, und natürlich auch auf die Internetseite von Velolab. Und ich habe euch auch die Internetseite von diesem Studio hier unten verlinkt, wenn ihr mal einen Ort braucht, wo ihr wirklich große Gegenstände fotografieren wollt. Das Unternehmen Velolab gibt es seit 2017. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie es so entstanden ist und die ganzen Hintergründe, dann empfehle ich euch einmal, diesen Kanal hier zu abonnieren, denn ich habe ein Interview mit Statis und mit Jab geführt, den beiden Geschäftsführern von Velolab. Und auch, wenn ihr euch für Lastenräder allgemein interessiert, ist ein Abo auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe jetzt mal exemplarisch drei verschiedene Räder hingestellt, so die drei Grundrahmenkonfigurationen, die ihr an Lastenrädern von Velolab bekommen könnt. Und zwar einmal das Caro Long, das brandneue Gravel und auf der anderen Seite das Caro Short. Und wir werden jetzt gleich mal auf ein paar Feinheiten eingehen, denn diese Räder sind voll mit sehr, sehr interessanten Ideen, gerade was die Lenkung angeht. Und das Gravel ist ein komplett neuer Lastenradtyp, möchte ich nicht sagen, aber in seiner Konsequenz schon sehr, sehr beeindruckend. Wir beginnen aber mal hier mit diesem Modell, dem Bestseller von Velolab, dem Caro Long. Eine Besonderheit der Velolab Lastenräder ist das besondere Design. Wir haben hier einen Aluminium Space Frame Rahmen, also bekannt aus dem Rennsportbereich, aus dem Autorennsportbereich, der für eine hohe Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht sorgen soll. Jetzt hier dieses Fahrrad in dieser Konfiguration wiegt etwas über 28 Kilo. Das klingt erstmal nicht super leicht, aber wenn man überlegt, dass hier diese Holzwände verbaut sind, dieser Sitz mit Gurten, mit einem Sitzpolster, dann ist das schon beachtlich. Abseits dieses Space-Frame-Rahmens haben wir aber ein klassisches Long John. Vorne ein 20-Zoll-Rad, hinten 26 oder 27,5, also 650B. Und der Rahmen kann auch große und dicke Reifen aufnehmen. Das ist ja nicht unbedingt bei jedem Fahrrad der Fall. Eine weitere Besonderheit bei den Velolab-Rädern ist die Lenkung. Wir haben hier nämlich eine Kabelzuglenkung, die hier oben auf dem Steuerrohr sitzt und die redundant ausgeführt ist. Also zwei Kabel auf jeder Seite, die dann für die Lenkung sorgen. Der Vorteil dessen ist, wir haben einen riesigen Lenkeinschlag. Also wir können theoretisch auch den Lenker, so wie ihr das jetzt hier oben nicht sehen könnt, aber der Lenker kann auch nach hinten geneigt werden, um einen möglichst kleinen Wendekreis herzustellen und möglichst agil damit zu sein. Die Lenkung reagiert auch sehr direkt und wird dann hier außen entlang geführt für ca. 10 cm und verschwindet dann hier in dem Rahmen. Und die Kabelzüge kommen dann hier wieder aus dem Rahmen raus und hier befindet sich dann so die gleiche Kabeltrommel, wie wir auch schon vorne gesehen haben. Und wenn man jetzt hier die Lenker bewegt, bewegt sich auch das Vorderrad und die Kabelzüge verschwinden dann im Rahmen. Ein Vorteil dieses Prinzips ist natürlich, dass die Kabel hier sehr gut vor Witterung geschützt sind. Wir haben bei vielen Lastenrädern haben wir den Kabelzug unter der Ladefläche. Hier ist es über der Ladefläche und somit ist auch ein ganz besonderes Detail möglich, dass nämlich das hintere Steuerrohr nicht so lang sein muss. Ihr könnt hier sehen, wir haben hier nur ein sehr, sehr kurzes Steuerrohr und der Platz hier unten kann wirklich optimal genutzt werden und ganz anders genutzt werden, als es bei vielen anderen Lastenrädern der Fall ist. Hier ist jetzt zum Beispiel diese Tasche montiert. Bei anderen Rädern ist dann der Akku hier unten montiert, also in diesem quasi so ein bisschen toten Raum. Die Tasche ist hier auch einwandfrei eingefügt worden. Ich glaube, das liegt daran, weil Jab die selber entwickelt hat für sein eigenes Fahrrad. Während der Rahmen der Velolab Caros aus Aluminium besteht, sind die Gabeln in den meisten Fällen aus Edelstahl gefertigt. Die werden auch selber von Velolab hergestellt.
wunderschön gearbeitet, wunderschönes Design und Edelstahl muss natürlich auch nicht lackiert werden und hat damit nochmal einen ganz besonderen Touch. Auch wenn man jetzt das Vorderrad so ein bisschen bewegt, das ist nicht ganz so einfach wie bei einem Fahrrad mit einer Lenkstange, aber das hat natürlich dann auch eine dämpfende Wirkung, sodass man leichter mit diesem Fahrrad fahren kann. Wenn man sich so die Sitzgelegenheiten für die Kinder anguckt, dann haben wir hier eine schon relativ enge und schmale Box. Wir haben hier etwa 50 cm Sitzbankbreite. Die Rückenlehne ist ebenfalls knapp 50 cm hoch vom Sitzpolster aus. Wir haben Dreipunktgurte mit Fitlock-System, ähnlich wie man das von anderen Lastenrädern kennt. Und hier dieses Schichtholzmaterial, das auch schön verarbeitet ist, mit vielen Möglichkeiten auch den Gurt nochmal einzustellen für größere und kleinere Kinder. Hier vorne von Ende der Sitzbank bis zur vorderen Platte sind dann ca. 27 cm Platz. Das ist insgesamt sehr sauber verarbeitet und was ich halt auch immer mag, sind solche Details wie das VeloLab-Logo, das hier in die Rückplatte mit eingearbeitet worden ist, damit man auch immer erkennt, was das für ein Fahrrad eigentlich ist. Der letzte interessante Punkt, den ich bei diesem Fahrrad zeigen möchte, ist die Schaltung. Und die ist deswegen interessant, weil sie eigentlich völlig irrelevant ist. Denn wir haben hier jetzt eine Kettenschaltung montiert, eine Shimano Deore 10-fach. Aber eigentlich lässt sich alles montieren. Von einer Nabenschaltung, Roloff, Enviolo, Shimano, bis zu Kettenschaltung. Alle Optionen sind hier mit diesem Fahrrad möglich und VeloLab macht auch alles möglich, was zumindest aktuell lieferbar ist. Hier mit der Deore und der Mountainbike-Kassette hat man natürlich eine schöne Bandbreite, wo man auch stärkere Steigung einfach hochkommen sollte. Aber es ist auch die Integration eines Motors möglich. Und das gucken wir uns jetzt mal bei der kurzen Version an. Das VeloLab Karo Short hat eine 10 cm kürzere Ladefläche als das VeloLab Karo Long, das ich euch eben gezeigt habe. Statt 80 cm nutzbarem Raum, und zwar von hier vorne dieser Kante bis zu der Kante hier hinten, haben wir hier etwa 70 cm. Auch die Breite ist deutlich geringer. Wir haben hier eine Innenbreite von etwa 40 bis 44, 45 cm hier oben gemessen. Da passt natürlich längst nicht so viel rein wie bei dem VeloLab Karo Long. Aber dieses Fahrrad ist auch nicht dafür gemacht, um Großfamilien durch die Gegend zu fahren, sondern das hier ist wirklich gemacht für Singles oder für Leute, die einen etwas kleineren Hund oder die Einkäufe oder Ähnliches zu transportieren haben. Hier bei dieser Version haben wir noch etwas Besonderes, und zwar den Motor. Hier ist nämlich ein Neo-Drives-Motor verbaut. Eine beliebte Wahl, gerade bei kleineren Lastenradherstellern, die keinen Mittelmotor verbauen wollen, sondern hier ist dieser Hecknabenmotor verbaut. Und wir haben dann eine Kombination aus verschiedenen Batteriegrößen und verschiedenen Batteriepositionen. Hier in diesem Fall ist die Batterie jetzt auf der Rückseite der Ladefläche verbaut, also an dem Punkt, der zum Beispiel für Kindersätze oder für Gepäck gar nicht so sehr gut nutzbar ist. Aber die Batterie findet da in der Breite sehr gut Platz und sorgt dann auch für ein sehr ausgewogenes Gewichtsverhältnis. Der Neo-Drives-Motor bietet 40 Newtonmeter Drehmoment und dadurch, dass er hier direkt in der Hinterradnabe sitzt oder dadurch, dass es ein Nabenmotor ist, bringt er natürlich diese 40 Newtonmeter auch direkt auf das Hinterrad und muss nicht erst den Kettentrieb oder den Riementrieb unter Umständen passieren. Dadurch spricht er so sauber und so kraftvoll an. Es ist ein getriebeloser Motor, das heißt, er funktioniert am besten bei etwas höheren Drehzahlen. Hier wiederum kombiniert mit der Shimano Deore 10-fach-Schaltung. Es ist aber auch jede andere Kettenschaltung möglich. Dadurch, dass es sich bei VeloLab auch um eine Manufaktur handelt, ist natürlich auch jede Farbe des Regenbogens möglich. Wir haben hier das dunkle Mattgrau, hier ein helles Blau und hier auch der Rahmen, der ist raw, also aus Aluminium, aber komplett unbehandelt, was natürlich auch eine sehr schöne Geschichte ist. Ihr könnt aber jede Farbe des Regenbogens bei VeloLab bestellen für euer eigenes Fahrrad. Und wo wir gerade bei rohen Fahrrädern sind, gucken wir uns jetzt mal das da an. Das Gravel ist sowas wie der außergewöhnliche Bruder der Familie. Der Bruder, der nochmal eine Ecke sportlicher war als die anderen und bei den Olympischen Spielen dann tatsächlich auch eine Goldmedaille gewonnen hat. Auf jeden Fall haben wir vom Grundprinzip ein Rad, das ganz ähnlich der Karo-Familie ist, aber trotzdem so ein paar Details, die es dann doch stark von den anderen unterscheiden. Bei der grundlegenden Rahmenform kann man sehen, dass wir hier
eine etwas andere Rahmenform haben als hier bei dem Karo Short. Hier geht das Oberrohr etwas weiter runter und wir haben hier nochmal etwas mehr Rahmenteile. Hier haben wir auch etwas mehr Rahmenteile, zeige ich euch gleich genauer, aber insgesamt hier eine große Fläche, wie das bei normalen sportlichen Rahmen auch der Fall ist. Das Rahmenmaterial ist ähnlich wie bei den anderen Velolabs ebenfalls Aluminium mit einer Edelstahlgabel und hier, wie schon gesagt, nicht lackiert. Das heißt, wir haben diese etwas unebene, farblich abweichende Oberfläche, die aber sehr, sehr cool aussieht und die das Rad nochmals zu etwas ganz Besonderem macht. Auch einige sonstige Details hier, die Novatec-Narben in Rot, die geben dem Ganzen nochmal den ein oder anderen Farbklecks. Und ich muss sagen, das Rad sieht insgesamt, so wie es hier steht, schon richtig fett aus. Das Gravel ist tatsächlich für den sportlichen Einsatz gebaut worden. Wir haben natürlich nach wie vor das klassische Long John Prinzip in einem 20 Zoll Vorderrad und einem größeren Hinterrad, in diesem Falle mit 27,5 Zoll Bereifung. Aber hier kann man schon sehen an dem Platz, der hier in der Gabel ist, dass dieses Fahrrad wirklich für die schnellere Fahrt gebaut worden ist. Wir haben hier den Schwalbe G1 Speed in 20 Zoll. Der hat hier 40 mm Breite. Also ein leichter, schneller Reifen, der allerdings auch mit leichtem Schotter sehr gut klarkommen soll. Daher natürlich auch der Name Gravel. Hinten ist jetzt der Schwalbe G1 Allround verbaut in 40 mm Breite. Wie gesagt, 27,5 Zoll. Aber auch hier ist noch deutlich mehr Platz, um deutlich dickere Reifen zu fahren. Aber gehen wir auch hier mal auf die Lenkung ein. Denn hier fällt auf, welche Lenkung? Wie wird das Vorderrad angesteuert? Und das ist ziemlich cool, denn diese Trommel, die wir bei dem Karo hier oben drauf haben, die ist hier komplett in dem vorderen Steuerrohr integriert. Und hier hinten kann man das sehr schön sehen, wie das gemacht worden ist. Wir haben hier diese Trommel, die wir auch bei dem Karo gesehen haben. Aber anstatt, dass die Kabelzüge auf der einen oder anderen Stelle oder auf der einen oder anderen Seite ins Rohr eintreten, geht es hier nur durch das rechte Rohr entlang und wird komplett hier im Rohr entlang geführt. Und dann hier hinter befindet sich dieser gesamte Mechanismus, um die Züge zu spannen und um die Lenkung tatsächlich zu bewegen. Und wenn ich jetzt hier oben den Lenker bewege, dann bewegt sich auch das Vorderrad. Und es bewegt sich auch sehr weit, so wie das bei den anderen Karo-Modellen auch der Fall ist. Na, drehen wir es mal wieder zurück. Und somit haben wir hier ebenfalls eine sehr direkt ansprechende Lenkung, die ein bisschen Dämpfung drin hat. Aber das Ganze sieht wirklich sehr, sehr aufgeräumt aus. Und da kommt dann natürlich auch kein Dreck hin, da kommt kein Wasser hin, selbst wenn man das ganze Rad hier ohne Schutzbleche fährt. Das nächste sehr schöne Detail ist die Verarbeitung dieses Rahmens hier. Wir können hier sauber verarbeitete Schweißnähte sehen. Das Material, da hat wirklich ein Könner dran gesessen und das so zusammengefügt. Und dann haben wir hier nicht ein Oberrohr, sondern zwei. Das freut Fans klassischer Räder, weil in der Vergangenheit war das bei vielen hochwertigen Rädern so, dass hier zwei Oberrohre nach hinten geleitet wurden, die dann so nahtlos in die Sitzstreben übergegangen sind. Und genauso wurde dieses Fahrrad hier auch konzipiert. Wirklich wunderbar, wunderbare Optik. Ich bin ganz, ganz begeistert. Und dann hier diese beiden zusätzlichen Streben noch, die für etwas mehr Stabilität in dem gesamten Rahmen, in dem Steuerrohrbereich sorgen. Das sieht nicht nur gut aus, das ist auch funktional und ist auch wie alles andere an diesem Fahrrad hervorragend gefertigt worden. Und tatsächlich werden diese Rahmen nicht irgendwo in Asien geschweißt von einem Roboter, sondern die werden in Bremen handgeschweißt von Menschen, die ihr Handwerk lieben. Und auch der Ladeflächenbereich ist komplett auf Leichtigkeit ausgelegt. Wir haben nach wie vor dieses Space Frame Design. Und dann diese Strapsen einfach nur, die eine große Tasche oder so am Platz halten sollen, was laut Bekunden der Macher auch sehr gut funktioniert. Und dann einfach nur zwei leichte Platten. Es geht sogar so weit, dass einfach die Mitte ausgelassen wird, weil sie tatsächlich für den Transport von Dingen nicht unbedingt notwendig wäre. Und was die Ausstattung angeht, haben wir hier eine Kombination aus Gravel-spezifischen Komponenten und Mountainbike-Komponenten. Dadurch, dass wir hier jetzt einen Riser-Bar einfach nur verbaut haben und kein Dropbar, so wie das bei normalen Gravelbikes der Fall ist. Aber hier kommt interessanterweise ein Microshift-Schalthebel zum Einsatz in Kombination mit einer Shimano Deore 10-fach-Kettenschaltung, einer Mountainbike-Kassette für möglichst große Bandbreite und eine Shimano GRX-Kurbel. Die GRX ist ja die Gravel-Gruppe von Shimano. Aber auch hier gibt es wiederum sämtliche Möglichkeiten,
alles, was der Regenbogen und der Radmarkt so hergibt, kann man an diesem Fahrrad verbauen, weil wir hier auch von der Konstruktion keine außergewöhnlichen Teile haben. VeloLab kann auch bei den Ausfallenden verschiedene Möglichkeiten anbieten, entweder mit Schnellspanner oder mit Steckachsen. Also hier haben wir wirklich die ganze Möglichkeit, die ganze Bandbreite der Optionen. Eine weitere Besonderheit bei den VeloLab-Rädern ist auch, dass es sie für verschiedene Fahrerinnengrößen gibt. Ich bin mit 1,96 Meter sicherlich eher am oberen Ende der Skala. Es gibt auch Menschen, die mit 1,50 Meter gerne ein Lastenrad fahren wollen, und beides macht VeloLab möglich. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite, beziehungsweise auch auf eurer rechten Seite, also auf dieser Seite hier haben wir auf jeden Fall das Karo Short in der normalen Rahmengröße. Da ist von der Mitte des Tretlagers bis zum oberen Rand des Sitzrohrs sind es 47 cm. Und hier sind es etwa 5 cm mehr. Also auch mit meinen langen Beinen kann ich auf diesem Fahrrad gut sitzen, und der Sattelauszug ist noch in humanen Bereichen. Gleichzeitig wird der Rahmen auch länger, und zwar um gut und gerne 5 cm von dieser Stelle bis zu dieser Stelle, also vom Sitzrohr bis zum Steuerrohr, sodass ich auch etwas weiter nach vorne komme. Das Karo ist ein sportliches Fahrrad, und aber gerade wenn ich dann hier drauf sitzen würde und der Sattelauszug mega hoch wäre, dann müsste ich mich zu weit nach vorne beugen. Das wäre dann auch nicht so wirklich entspannt für den Rücken. Bei der noch kleineren Version ist der ganze Rahmen dann gerade hier etwas verkürzt und auch das Sitzrohr nicht so lang, sodass noch kleinere FahrerInnen damit fahren können. Der normale Rahmen eignet sich, ich würde mal sagen, von Menschen zwischen 1,60 Meter und bis zu 1,90 Meter. Darüber wird es tatsächlich sehr sportlich, und über 1,90 Meter gibt es dann den XL-Rahmen. Und ich schnappe mir jetzt mal dieses Fahrrad und drehe mal eine Runde. Ein Detail, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe: Diese Räder sind perfekt austariert. Wenn man es hier am Lenker hochhebt, dann bleibt es komplett gerade. Magic! Fahreindruck, los geht's! Oder durchsliden. Wir sind jetzt unterwegs mit dem VeloLab Karo Long, und zwar in der Version für Große, denn ich bin groß. 1,96 Meter messe ich, und dieses Fahrrad, dieser Rahmen soll auch speziell für meine Größe geeignet sein und hergestellt worden sein, und tatsächlich fühle ich mich hier sehr wohl. Der ganze Rahmen wirkt sehr steif. Ich bin jetzt hier ohne Gepäck unterwegs, aber auch mein Gewicht bringt den Rahmen überhaupt nicht zum Schwingen, ganz und gar nicht. Die Sattelstütze ist weit genug raus, damit sie ein bisschen Komfort bietet. Das finde ich sehr angenehm. Und die Lenkung hat einen angenehmen Widerstand, dass es sich nicht twitchy anfühlt, sondern relativ schwer. Und was mich halt wirklich erstaunt, ist diese Massivität des Rahmens. Also ich bin gefühlt sehr, sehr schnell. Ich fahre jetzt hier gleich mal links rein. Mal sehen, wie es in den Kurven sich bewegt. Ja, es ist schon ein langes Fahrrad, das merkt man dann doch, aber es fährt sich einfach sehr direkt, sehr verbindlich auch. Das Vorderrad ist immer da, wo man es braucht. In dem glatten Hallenboden habe ich das Vorderrad schon mal zum Blockieren gekriegt, da bin ich ein bisschen weggerutscht, aber hier passiert das nicht, sondern da blockiert eher das Hinterrad. Das ist ein Sicherheitsgewinn, ein Sicherheitsfaktor. Es ist besser, wenn das Hinterrad rutscht, als wenn das Vorderrad rutscht. So, jetzt haben wir hier einen relativ kleinen Raum, und hier kann natürlich die Seilzuglenkung den Vorteil voll ausspielen, dass wir einfach ohne weiteres rumkommen. Und ich habe den Lenker noch nicht mal ganz eingeschlagen. Das ist wirklich hervorragend hier bei dem VeloLab oder allgemein bei den Rädern von VeloLab. Ja, die Beschleunigung ist hervorragend, natürlich abhängig von dem, was man als FahrerIn leisten kann. Aber durch diese offene Konstruktion ist das Rad auch sehr windschnittig.
es fängt wenig Wind. Etwas anderes ist das dann natürlich, wenn man die Kidsbox montiert hat oder hier vorne viel Ladung drauf hat, dann hat man natürlich schon einen größeren Windwiderstand. Und das Schöne ist, wenn man mal keine Lust hat zu treten, kann man einfach die Füße hier so ein bisschen draufstellen. Allerdings wird man dann langsamer, ne? Ja, kurbeln wir mal weiter. Ah, das verleitet einen richtig zum Rasen, dieses Fahrrad. Selbst ohne Motor. Ein bisschen Scooter fahren hier. So, kommen wir hier durch diese Engstelle. Wenn das Rad das schafft, ohne dass ich absteigen muss. Schade. So, versuchen wir mal durchzufahren. Ohne Probleme. Durch den großen Lenkeinschlag funktioniert das sehr, sehr einfach. Insgesamt funktioniert dieses Prinzip, diese Rahmengeometrie, wirklich gut. Es ist ein stabiles Fahrrad, das auch mich ohne weiteres aushält. Auch mich auf der Ladefläche zum Beispiel durch dieses Space Frame Design. Und das Gute ist, dadurch, dass es mehrere verschiedene Rahmengrößen gibt, fühlt sich das Rad auch nicht, auch optisch nicht zu klein an oder man fühlt sich nicht gedrungen, sondern in diesem Fall habe ich wirklich durch den XL-Rahmen eine sehr angenehme Sitzposition, die auch für meine Körpergröße gemacht ist. Und wie gesagt, kein Kompromiss. So, ein bisschen auf Gravel unterwegs. Auch hier fühlt sich die Lenkung sehr verbindlich an. Es ist kein Rutschen. Wir haben natürlich Gravel-spezifische Reifen drauf. Und je mehr Beladung vorne drauf wäre, desto besser würde es sich auch fahren. Aber selbst hier im leeren Zustand fährt es sich schon sehr, sehr angenehm. Auch so langsame Kurven. Schön hier. Ah, das ist auch schön hier. Einmal ein bisschen über Kopfsteinpflaster zu fahren. Oder leichtes Kopfsteinpflaster. Und da merkt man schon den etwas sportlicheren Aspekt. Also das Fahrrad fühlt sich hier auf so einem Untergrund nicht super komfortabel an. Aber dadurch, dass man auch größere Reifen montieren kann, ist auch das kein Problem. Danke. Wenn ihr ein VeloLab Karo haben wollt, dann starten die in der kurzen Version bei etwas unter 3.000 Euro. Für die lange Version werden dann etwas über 3.000 Euro fällig. Für die elektrische Version mit dem NeoDrives Motor müsst ihr dann 5.200 Euro in die Hand nehmen und für die längere Version ebenfalls ein bisschen mehr. Das sind natürlich die Preise ohne eine eventuelle Kinderbox oder ähnliches, denn hier gibt es auch noch einige Möglichkeiten. Wir haben eine super leichte Kinderbox, eine leichte Kinderbox, eine standardmäßige Kinderbox, die in verschiedenen Gewichtskategorien sind, und VeloLab arbeitet auch die ganze Zeit weiter daran, das Angebot noch weiter auszubauen. Also sehr, sehr spannend, und es gibt dann auch noch Regenverdecke und ja, jede Menge anderes Zubehör. Und das Schöne ist, VeloLab durch den Manufakturcharakter sind auch in der Lage, die Kundenwünsche einfach zu erfüllen. Wenn ihr sagt, ich stelle mir dieses oder jenes vor, dann könnt ihr mit denen sprechen und sie bauen euch euer Traumrad auf. Ja, ich finde diese Räder sehr, sehr spannend. Dieses Space Frame Design und die vielen kleinen Ideen, die hier drin sind, haben die Räder einen ganz eigenen Charakter und sind hervorragend verarbeitet. Und das hat kein Schweißroboter irgendwo in Asien gemacht, sondern die werden wirklich in Handarbeit in Bremen komplett produziert. Ja, wenn ihr Fragen zu VeloLab oder zu den Rädern habt oder irgendwas euch von der Seele schreiben wollt, dann tut das unten in den Kommentaren. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbeine das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.